Eine Frau namens Emily hat mich gebeten, eines ihrer Datenterminals zu verwanzen. Sicher eine Anhängerin der Apokalypse. Die sind immer sehr interessiert an mir. Viel Glück dabei, hier im Lucky 38 ein Überwachungsgerät anzubringen, ohne dass ich das mitbekomme. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Aber ich muss schon sagen, also ihn kümmert es auch einfach nicht. Also selbst wenn ich irgendetwas gegen ihn versuchen würde, ihn kümmert es einfach nicht direkt. Irgendwie, das mag ich an ihm. Ist doch eine sehr schillernde Figur. Wie sehen Ihre Pläne für New Vegas aus? Ich habe Vegas samt seiner Seele wiedererweckt. Was mir jetzt fehlt, ist die Fähigkeit, meinen rechtmäßigen Anspruch durchzusetzen. Und das nicht nur gegenüber Caesars Legion. Tatsächlich stellt nämlich die RNK eine direktere und hinterlistigere Bedrohung dar. Wenn er das sagt, wie wollen Sie Ihren Anspruch auf die Stadt geltend machen? Um sich durchzusetzen, benötigt man Durchsetzungsfähigkeit und eine Position der Stärke. Als ich vor Jahren bemerkte, dass RNK-Kundschafter durch die Mojave zogen, erkannte ich an ihren Uniformen, dass es keine Stammesleute waren. Ich wusste, dass schon bald eine Armee auftauchen würde, um den Damm einzunehmen. Und dass meine Securitrons nicht gegen sie ausreichen würden. Daher rekrutierte ich die drei Familien. Vegas gehört mir, weil ich genug Stärke aufbringen konnte, um die RNK an den Verhandlungstisch zu zwingen. Da hat er definitiv nicht Unrecht und man muss bedenken, er ist nur ein Mann, der sich gegen alle anderen stellt und es anscheinend auch schafft. Ein einziger Mann. War die RNK-Armee nicht groß genug, um ihre Securitrons und die drei Familien zu besiegen? In der Tat, auch jetzt noch, aber nicht ohne erhebliche Verluste. Hätten Kimball und Oliver die Leben hunderter Soldaten für die absolute Kontrolle über den Hoover-Staudamm geopfert? Oh ja. Sie hatten keine Angst vor mir, sie hatten Angst vor Caesar, dass ein Angriff auf mich sie gegen eine Offensive der Legion verwundbar machen würde. Also verhandelten sie. Nicht, weil sie so gutherzig waren, wie sie gerne behaupteten, sondern weil die Mathematik der Macht ihnen keine Wahl ließ. Verstehe, und da hat er wahrscheinlich auch recht. Denn wenn sich die RNK mit Mr. House und der Legion anlegen würde, dann, naja, wäre sie wahrscheinlich dem Ganzen unterlegen. Denn, wie gesagt, die RNK hätte keine Chance gegen beide. Das definitiv nicht. Wobei wir ja auch schon erfahren haben, dass die RNK prinzipiell auch technisch der Legion überlegen ist. Also ich meine, wir waren ja jetzt auch im Lager der Legion und haben jetzt natürlich nicht alles gesehen, was die Legion in der Hinterhand hat. Aber man hat schon gemerkt, dass die RNK technologisch besser ausgestattet ist und die RNK hat ja auch teilweise Technologie der Bruderschaft und auch der Enklave, das weiß ich gar nicht, aber die Bruderschaft, die hatte ja dann auch später Technologie der Enklave und die RNK hat sich anscheinend Technologie der Bruderschaft gesichert. Also die RNK ist definitiv nicht zu unterschätzen. Trotzdem wird sie sich wahrscheinlich nicht gegen Mr. House und die Legion behaupten können. Und wenn dann noch die Bruderschaft und die anderen Stämme mitwischen, die anderen Fraktionen mitmischen, dann könnte das schwierig werden. Wie sahen die Bedingungen ihres Vertrages mit der RNK aus? Die RNK-Truppen durften den Hoover-Damm besetzen und eine Militärbasis am Flughafen McCarran errichten. Naja, am ehemaligen. Sie erkannten meine Hoheitsgewalt über den Vegas-Strip an und erklärten sich bereit, mich mit Strom und Wasser zu versorgen, sobald der Damm lief. Das Abkommen regelte außerdem, dass die RNK ihre Soldaten und Zivilisten nicht davon abhalten darf, den Strip zu besuchen. So habe ich die RNK vor meinen Karren gespannt. Ihre Okkupation wurde zum Motor meiner wachsenden Wirtschaft. Tja, und die Wirtschaft, die floriert. Definitiv hier im Strip. Würden Sie gegen die RNK in den Krieg ziehen? Der springende Punkt ist, dass Sie sofort einen Krieg gegen mich anfangen würden, wenn Sie könnten. Es gibt nur einen Grund, warum die RNK sich noch keinen Skandal als Vorwand für die Invasion des Strips ausgedacht hat. Caesars Legion. Die letzte Schlacht zwischen diesen beiden Armeen naht mit großen Schritten.
Ich kann keine der beiden Seiten zu ihren Bedingungen gewinnen lassen. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Okay, also ich verstehe, er will einfach keine der beiden gewinnen lassen. Also aus meiner subjektiven Sicht heraus wäre es immer noch wesentlich besser, wenn die RNK gewinnt, aus offensichtlichen Gründen. Denn die Legion, das sind einfach echt degenerierte Leute mit ihren ganzen Sklaven. Das kann ich einfach nicht vertreten. Ich verstehe schon, also es wurde sehr viel Kritik an der RNK geäußert. Das ist eigentlich auch wie in Fallout 3 an der Bruderschaft. Also die Bruderschaft, die war definitiv nie optimal. Aber prinzipiell, naja, wollte sie eigentlich das Richtige tun. Also auch die Bruderschaft in Fallout 3 oder auch in den vorherigen Teilen hat eigentlich prinzipiell immer auf der guten Seite gestanden. Und ich weiß nicht, aber die Bruderschaft hat mir prinzipiell besser gefallen als die RNK. Also von der RNK, da haben wir ja schon sehr viel, naja, sowohl Positives als auch Negatives gehört. Aber natürlich ist sie immer noch um Weiten besser als die Legion, ist ja logisch. Ich meine, wir reden jetzt hier von der RNK, die nun mal hier sich auch um das Gesetz kümmert und anscheinend auch die Gesetze zu ihren Gunsten eben auslegt. Und die Legion, die eben, naja, ganze Stämme ausrottet und Sklaven hält. Also das ist natürlich ein Vergleich wie Tag und Nacht, ohne Frage. Nehmen wir an, sie behalten die Kontrolle über New Vegas. Was passiert als nächstes? New Vegas ist mehr als eine Stadt. Es ist das Gegenmittel gegen die Entgleisung der Menschheit. Die Wirtschaft der Stadt ist ein Hochofen, in dem der Stahl einer neuen Gleisstrecke geschmiedet werden kann, die zu einem neuen Horizont führt. Was ist die RNK? Eine Gesellschaft von Menschen, die verzweifelt lechzen nach Komfort, Behaglichkeit, Luxus. Eine Gesellschaft von Konsumenten. So wie die Geschäfte gerade laufen, brauche ich 20 Jahre, bis die Hightech-Entwicklung wieder brummt. 50 Jahre, bis ich Menschen im Orbit habe. Das klingt nicht In schlecht. In 100 Jahren werden meine Kolonieschiffe nach Planeten suchen, die nicht vom Zorn und der Narretei einer vergangenen Generation verseucht sind. In der Zwischenzeit würden sie Vegas als eine Art Diktator regieren. Naja, so würde ich es nicht unbedingt nennen, aber Ich bevorzuge den ja, Begriff Autokrat. Ja. Ich würde als Generaldirektor herrschen, ohne mich einem Vorstand oder irgendwem sonst gegenüber rechtfertigen zu müssen. Nichts, was den Fortschritt aufhalten würde. Wenn Sie das Schicksal von Demokratien sehen wollen, müssen Sie nur aus dem Fenster schauen. Ja, also Autokrat ist ja auch nur die nette Bezeichnung für einen Diktator. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn er das wirklich umsetzt, wenn er wirklich seinen Plan so umsetzt, selbst wenn er hier als Autokrat herrscht, dann wäre das ja trotzdem besser für die Menschheit, als wenn, naja, die anderen eben den Strip übernehmen würden. Also es wäre eben besser. Dann würde hier wahrscheinlich wieder die Menschheit würde wahrscheinlich wieder aufsteigen, wie er gesagt hat. Und in wenigen Jahren würde er dann schon, naja, oder in 100 Jahren würde er dann schon andere Planeten bevölkern. Und wenn er das denn wirklich schaffen würde, dann hätte ich großen Respekt vor ihm. What's to keep you from abusing your power? Was hält sie davon ab, ihre Macht zu missbrauchen? Meine Beurteilung. Ich will niemanden missbrauchen. Ebenso wie ich den Leuten nicht gesetzlich oder anderweitig vorschreiben will, was sie privat zu tun haben. Auch habe ich kein Interesse daran, als Maschinengott-Messias verehrt zu werden. Solche korrumpierende Ambitionen sind mir fremd. Aber Autokratie, entschiedene Kontrolle durch die starke Hand eines technologischen und wirtschaftlichen Visionärs? Ja, das soll Vegas haben. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Nehmen wir an, wir haben einen Autokraten, der wirklich immer die besten Entscheidungen trifft, was natürlich in der Realität niemals möglich wäre, weil immer, naja, was hier ja selbst nicht mal möglich wäre, denn wenn Mr. House seine Ziele durchsetzen will, dann würde er ja trotzdem natürlich die RNK zum Beispiel hinter sich lassen.
Und die RNK, die hat natürlich auch wieder andere Intentionen. Aber wenn Mr. House wirklich diese Intentionen durchsetzt, und zwar völlig rational gesehen, und quasi wie ein allwissender Herrscher agiert, dann wäre das natürlich eigentlich nicht das Schlechteste. Ach, das ist so schwierig. Das ist so schwierig. Also ich meine, er hat ja schon vor dem großen Krieg gelebt. Also er lebt jetzt schon weit über 200 Jahre. Und ganz ehrlich, normalerweise habe ich eine sehr große Aversion gegenüber Autokraten, Diktatoren oder sonstigem. Natürlich, das ist ja absolut verständlich, denn jeder würde, naja, eine Demokratie bevorzugen, auch wenn die nicht immer ganz optimal verläuft, wie man das schon des Öfteren mal mitbekommen hat, beziehungsweise auch nicht alle Demokratien wirklich vom Volk ausgehen. Also in der Demokratie sollte ja eigentlich die Macht vom Volk ausgehen, was auch nicht wirklich der Fall ist immer. Aber darüber können wir gerne ein anderes Mal diskutieren. Aber, also ich muss ehrlich sagen, er hat das Ganze schon sehr fundiert vorgetragen. Ich verstehe ihn. Also er trägt dir absolut rational vor, dass er wieder die Menschheit aufbauen will, im gewissen Sinne. Er will einfach die komplette Kontrolle darüber haben, aber er will die Menschheit aufbauen. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt wird das nicht mehr funktionieren, aber dato unterstütze ich ihn noch. Dato schätze ich ihn ganz ehrlich noch am besten ein. Wie gesagt, die Legion, die ist sowieso außen vor, also mit der müssen wir nichts anfangen. Die RNK, ich denke, die RNK hat eigentlich gute Intentionen, aber es ist einfach ein sehr großer Verein und ich stimme da auch nicht mit allen Zielen der RNK überein. Also ich denke, Mr. House, mit ihm kann ich da noch weitestgehend übereinstimmen. Auch wenn es ist schwierig. Es ist ganz ehrlich, es ist schwierig. Was hat es mit der Schneekugelsammlung auf sich? Was ist damit? Die machen mir Spaß. Irgendwie ja. Finde ich kleine Dioramen in einer Glaskugel angenehm. Wenn Sie eine im Ödland finden sollten, geben Sie sie Jane. Sie wird sie entlohnen. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Woher bekommt New Vegas seinen Strom? Vom Hoover-Staudamm natürlich. Dem Wasserkraftdamm? Ja. Die RNK hatte ihn ein Jahr nach der Okkupation auf 50% Leistung. Laut Vertrag erhält New Vegas 5% des erzeugten Stroms. Mehr als genug. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Das wussten wir ja auch schon. Wie sah Vegas vor dem Krieg aus? Es war ein Ort der Pracht. So herrlich der Strip heute auch aussieht, ist er doch nur ein Schatten des Neon-Paradieses, das Las Vegas war. Ich bin unweit von hier aufgewachsen. Und obwohl ich weit in der alten Welt herumgekommen bin, habe ich nie einen ähnlichen Ort gefunden. Sie sagen, dass Sie Las Vegas gerettet haben. Wie? 2065 hielt ich es für mathematisch erwiesen, dass ein Atomkrieg die Erde in spätestens 15 Jahren verwüsten würde. Alle Prognosen deuteten darauf hin. Ich wusste, dass ich nicht die Welt retten konnte. Und das wollte ich auch nicht. Aber ich konnte Vegas retten. Und damit vielleicht die Menschheit. Ich begann sofort mit der Arbeit. Ich dachte, ich hätte mehr als genug Zeit für Vorbereitungen. Wie sich herausstellte, waren es 20 Stunden zu wenig. Ah ja. Er hat den Chip nicht bekommen. Es waren 20 Stunden zu wenig, weil er den Chip nicht bekommen hatte. Weil er ja kurz vor der Lieferung quasi, naja, es sind die Waffen gefallen. Die Atombomben, der nukleare Winter. Fallout. Dann muss er ja ein absolutes Genie gewesen sein. Wenn er 2065 quasi schon den Krieg vorhergesehen hat, im gewissen Sinne errechnet, muss man dazu natürlich sagen. Und das meine ich eben, er scheint schon, er muss ja ein absolutes Genie sein. Und natürlich kann er das auch missbrauchen. Er kann diese Macht missbrauchen, die er hat, aber ich meine, er hat auch viel Gutes getan. Das ist die Sache. Ich stehe da wirklich
im Zwiespalt. Welche Vorbereitungen haben Sie zur Rettung von Las Vegas unternommen? Am Tag des großen Krieges wurden 77 atomare Sprengköpfe auf Las Vegas und Umgebung abgefeuert. Mein Rechnernetzwerk konnte 59 Entschärfungscodesätze ermitteln und übertragen, sodass 59 Sprengköpfe vor dem Einschlag entschärft wurden. Auf dem Dach des Lucky 38 montierte Laserkanonen zerstörten 9 weitere Sprengköpfe. Der Rest kam durch, jedoch traf keiner die Stadt selbst. Zugegeben, eine suboptimale Vorstellung. Wäre der Platin-Chip doch nur einen Tag früher angekommen. Dann hätte er den ganzen. Dann hätte er ganz Las Vegas gerettet. Warum ist der Platin-Chip nicht rechtzeitig angekommen? Der Platin-Chip wurde in Sunnyvale, Kalifornien, am 22. Oktober 2077 hergestellt. Am Tag vor dem großen Krieg. Ein Kurier hätte ihn am folgenden Nachmittag liefern sollen. Aber bis dahin war die Welt schon untergegangen. Der Chip enthielt wichtige Software-Upgrades. Aber nicht nur für meine Securitrons, auch für sämtliche Aspekte des Raketenverteidigungsgitters. Angesichts der fehlerhaften Software hätte das Ergebnis schlimmer ausfallen können. Und auch so wäre ich fast gestorben. Wie sind Sie bei der Verteidigung von Vegas fast gestorben? Softwarestörungen verursachten eine Reihe von Systemfehlern. Ich musste den Reaktor des Lucky 38 vom Netz nehmen, damit er nicht explodierte. Fast 5 Jahre kämpfte ich mit Stromausfällen und Systemabstürzen, bis ich endlich meinen Datenkern mit einer älteren OS-Version rebooten konnte. Ich verbrachte die nächsten Jahrzehnte in einem wahren Koma. Aber ich überlebte, wie Sie sehen. Und dann kam mein Durchbruch. Aha. Okay. Zurück zum Geschäft. Ich werde dafür sorgen, dass Sie die richtige Seite unterstützen. Aha. Auf Wiedersehen. Moment mal. Wir speichern nochmal. Als nächstes müssen wir mein Arsenal. Ja. Ich werde dafür sorgen, dass Sie die richtige Seite unterstützen. Seien Sie extrem vorsichtig, wenn Sie sich der Basis nähern. Ihre Feuerkraft ist beachtlich. Einer meiner Securitrons hat einen Mann bei der Basis gesehen, der das Muster des Artilleriefeuers beobachtet hat. Vielleicht kann er Ihnen helfen. Ich frage mich gerade. Daten, Aufgaben. Die Romser davon überzeugen, Mr. House zu unterstützen. Ja, das war hier. Nellis Hangar. Dort waren wir ja schon. Und wir können sie optional, die Romser, durch Töten ihrer Anführer neutralisieren. Also entweder neutralisieren oder sie zu Hilfe überzeugen. Und ich denke, ihr wisst schon, wir werden sie überzeugen müssen, denn ich möchte nicht weitere Menschenleben opfern, wenn sie nicht unbedingt notwendig sind. Tja. Das hätten wir wohl geklärt. Mr. House. Undurchschaubar im gewissen Sinne. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich von ihm halten soll. Okay. Casino. Sehen wir mal. Okay. Achso, wo sind denn meine Kollegen eigentlich? Sind die noch? Cocktail Lounge Penthouse? Nee, Präsidenten Suite wahrscheinlich. Ja. Okay, mitkommen. Und Cass kommt natürlich auch mit. So. Dann wollen wir mal abmarschieren. Pass auf, wo du deinen Chip da herumzeigst. Weiß zwar nicht, wie viel Kronkorken der wert ist, aber er ist ein verlockendes Ziel. Okay. Na schön. Ein verlockendes Ziel. Ab ins Casino. Na schön. Ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg. Auf los geht's los. Okay. Folgendermaßen, wir reisen direkt in diese Richtung und zwar...
Ah, aber hier hinten ist noch ein Hangar, okay. Nelles Anlage. Wir müssen ja die Leute hier überzeugen. Und wir hatten hier sogar schon eine Mission bekommen, die ich ja noch nicht erfüllt habe. Denn ich glaube, wir können sie auch für die RNK gewinnen. Wir hatten hier, glaube ich, die Wahl, die Leute, also dass die Leute entweder die RNK Niemand. unterstützen oder jetzt eben Mr. House. Anscheinend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Bei den Rumsern eine Ersatzfeuervorrichtung für die Haubitze der Legion besorgen. Ach, die könnten wir hier auch holen. Ja, Tatsache. Aber ich werde natürlich nicht für die Legion Missionen ausführen. Ach, wir haben auch das Hirn, genau. Vorsicht vor dem Zorn. Schön, dass hier übrigens Vorricht steht. Ist mir ja schon mal aufgefallen. Den Rumsern in Nelles helfen. Okay. Ich würde sagen, dann machen wir das einfach mal. Denn wir müssen sie ja irgendwie auf unsere Seite bekommen. Und dann helfen sie auch hoffentlich Mr. House weiter. Und ich hoffe wirklich, dass ich diese Entscheidung nicht bereuen werde. Ich habe das Gefühl, mit der RNK wären wir auf längere Sicht besser dran. Wahrscheinlich. Aber ich möchte jetzt einfach erleben, was mit Mr. House passiert. Die Anweisungen von Mutter Pearl sind eindeutig. Sie können sich frei in Nellis bewegen. Unsere Artillerieaufklärer werden nicht auf sie feuern. Das sind außergewöhnliche Privilegien. Missbrauchen Sie sie nicht. Na schön, Mother Pearl hat gesagt, dass sie ein großes Problem hätten. Kurz gesagt, vor ein paar Tagen ist der Strom ausgefallen, da Riesenameisen sich in den Generatorraum gegraben und dort ein Nest gebaut haben. Ich habe versucht, sie mit einem Trupp zu erledigen, aber es waren so viele. Zwei von uns starben, drei wurden verwundet. Ich persönlich glaube nicht, dass Wilde mit sowas fertig werden. Aber wenn sie die Ameisen töten und den Strom wieder einschalten möchten, gerne. Savage. Ja, wir sind die Wilden hier. Okay, tanzen die Ameisen auf dem Tisch. Na schön. Übrigens stand da Bug-Problem, also Käferproblem. Ich werde mit ein paar Ameisen schon fertig. Die beiden Hauptgeneratoren starten und dann den Hauptstromunterbrecher zurücksetzen. Alle Ameisen im Generatorraum töten. Ich werde es machen, auch wenn sie wohl nur wollen, dass ich dabei umkomme. Machen Sie mir keine Hoffnung. Noch was. Ich glaube, dass die Ameisen Schießpulver aus der Munition da unten fressen oder so. Bei einem Treffer mit einem Flammenwerfer oder Laserpistolen explodieren die Viecher. Kugeln sind okay, solange es keine Artilleriegranaten sind. Loyal arbeitet an einer Waffe gegen Sie. Vielleicht sollten Sie mal mit ihm reden. Na schön, wir haben den Schlüssel erhalten. Loyal könnte ein Hilfsmittel gegen die Ameisen haben. Wenn ich ehrlich bin, ich mag die Leute hier nicht. Wir wurden ja bombardiert, als wir versucht haben, diese Basis hier zu betreten. Und naja, ich hege da ehrlich gesagt keine Sympathie mit den Leuten hier, aber gut. Moment, mit wem sollen wir sprechen? Sehen wir mal nach Aufgaben. Hier. Okay. Der des Hangar. Alle Ameisen töten. Okay, wir haben jetzt hier zwei Punkte auf der Karte. Ich würde natürlich erstmal gerne eine Waffe besorgen. Ich weiß aber nicht, wo wir entlang gehen müssen. Vielleicht hier entlang? Da sieht man nichts Genaueres. Wir gehen mal. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einmal hier entlang. Oh, ich glaube, die Texturen brauchen noch einen Moment. Ja. Na schön. Dann sehen wir mal, dass wir die Aufgaben so schnell wie möglich erledigen. Sie Boomer. sollten mir aus dem Weg gehen, bevor Sie sich noch wehtun. Nachts hört man hier die Explosionen und das Kreischen der Raketen. Ich bin wirklich gewillt, die Anführer hier eigentlich umzulegen. Dann würden wir die ganzen Leute hier neutralisieren, aber ich weiß nicht. Wen haben wir hier? Können wir mit denen sprechen? Boomer, Boomer. Wenn ich Sie wäre, würde ich weiterziehen. Ja. Ich will den Leuten hier nur helfen. Aber nein. Okay. Ach, ist hier Hangar.
Okay, dann müssen wir wahrscheinlich an diesen Punkt hier, nehme ich an. Wahrscheinlich. Denn ich würde mir gerne noch diese optionale Waffe besorgen. Wenn das möglich ist. Ich mache natürlich schon hin, ne? Okay. Haben wir hier jemanden? Hier vorne. Das könnte noch einen Moment in Anspruch nehmen. Okay. Mal sehen, wie viele Aufträge Mr. House danach noch für uns hat. Da bin ich mal sehr gespannt. Hier unten haben wir noch eine Tür. Wie gesagt, ich würde mir gerne die Waffe besorgen. Wir haben aber auch noch einen Flammenwerfer dabei. Von dem her. Oder müssen wir hier weitergehen? Das kann sein. Und ja, dann wahrscheinlich. Okay, hoch. Ich gehe nochmal zurück. Wir müssen nämlich hier hin. Und die ganzen Insekten umlegen. Und hier hinten konnten wir dann wahrscheinlich mit jemandem sprechen. Für eine bessere Waffe. Mensch, diese hochauflösenden Texturen. Aus der Entfernung. Sieht schon echt imposant aus. Ohne Frage. Sehr pittoresk. Na schön. Okay. Dann gehen wir mal in diese Richtung hier. Also, wir werden sehen, Leute. Wie gesagt, ich glaube, wir könnten uns auch entweder der Legion anschließen, der RNK, Mr. House, oder wir könnten unser eigenes Ding umsetzen. Denn wenn ich mich nicht irre, gibt es sogar vier Enden. Es gibt vier Enden. Vier verschiedene. Inwiefern die sich dann alle unterscheiden, kann ich nicht sagen, weil ich eben das hier immer noch blind spiele. Kann ich hier mit jemandem sprechen? Hier hinten anscheinend. Das wäre dann in der Richtung hier. Ich sehe mich mal um. Ah ja. Sieh mal einer an. Da haben wir doch jemanden. Sie kommen also von draußen. Schon ihr ganzes Leben dort verbracht, hm? Wow. Ich dachte immer, ihr Wilden sprecht wahrscheinlich eine andere Sprache, aber sie hören sich wie wir an. Ja, was machst du hier? Was mir übrigens auffällt, die haben solche modifizierten Vault Overalls. Was machst du hier? Ich? Ich arbeite mit Loyal, meistens an Elektronikteilen und Robotern, damit die alten Technologien nicht ganz in Vergessenheit geraten. Was können Sie mir über Loyal sagen? Loyal ist ein großartiger Kerl, aber er kommt in die Jahre. Ein Junger muss her, der alles von ihm lernt. Und der bin ich. Der Mann kann praktisch alles bauen und reparieren, was je erfunden wurde. Dem reicht keiner so schnell das Wasser. Wenn Sie ihm helfen, die Dame zu bergen, dann denke ich... Oh, ich denke, es war ein schöner Tag. Ja, ein richtig schöner Tag. Eine Dame bergen? Was meinen Sie damit? Habe ich das gesagt? Manchmal rede ich wirklich argen Dummfug, tut mir leid. Pearl wird Sie aufklären, sobald die Zeit reif ist. Falls, meine ich. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Aha. Okay, wenn er es sagt... Dann sehen wir mal. Hallo? Jemand zu Hause? Okay. Ich glaube, wir müssen wieder reingehen. Loyal sollten wir hier eigentlich auch noch treffen. Weil mich der Punkt hier nach draußen leitet, ja. Die beiden hier leiten mich nach draußen. Okay, ich bin verwirrt. Mal wieder. Und jetzt? Hier hinten? Okay, ja, das wäre hier in der Richtung. Aber von hier sind wir gekommen, nehme ich an. Ja, ich glaube schon. Okay, also müssten wir dann quasi den anderen Punkt nehmen. Nicht den hier, sondern...
Den hier, glaube ich. Ja, wo ist Loyal? Okay. Ich laufe mal in diese Richtung hier. Das sieht mehr oder weniger richtig aus. Ja, Leute, wir werden hier doch noch ein paar Missionen erledigen müssen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir hier nichts mehr erledigen müssen. Aber wie gesagt, für Mr. House, wir könnten hier auch die Anführer umlegen. Optional, das geht auch. Nicht hier. Aber hier. Genau, da stand auch Loyal. Tut mir leid, keine Zeit zum Plaudern, Außenseiter. Ich hoffe, Pearl weiß, was sie tut, wenn sie sie in Nellis herumspazieren lässt. Ja, netter Bart. Ich suche nach Möglichkeiten, um mich nützlich zu machen. Wenn das so ist, wie wär's, wenn Sie sich mal die Solarmodule auf dem Dach des Generatorengebäudes ansehen? Ist an sich nichts allzu Kompliziertes, aber zu weit zu laufen für meine alten Knochen. Und wir hatten in der Nähe dieses Ameisenproblem. Sie können die Module nicht verfehlen. Sie stehen auf dem Dach des Generatorengebäudes. Und das steht mitten in Nellis zwischen den beiden Rollfeldern. Ach du Heilige, ich bin an einem Ort namens Helios One vorbeigekommen. Vielleicht gibt es dort Ersatzteile. Meinen Sie den Ort mit dem verdammten grellen Licht, das wir öfter mal im Süden gesehen haben? Ich habe mich schon gefragt, was zum Teufel das ist. Wenn es dort Ersatzteile gibt, immer her damit. Wir müssen die Solaranlage wieder zum Laufen bringen. Mhm. Sprechen wir über etwas anderes. In Ordnung. Was haben Sie auf dem Herzen? Kann ich einen Code bekommen, um die VR-Pods in der Kantine zu benutzen? Nein, die sind nicht für Außenseiter bestimmt. Lassen Sie die Finger davon. Ich bin wirklich an der Geschichte des Stamms interessiert. Wozu dienen die Pods? Na, wenn Sie das so sehr interessiert. Das sind Flugsimulatoren. Sollten Sie unsere Geschichte noch nicht kennen, besuchen Sie doch mal Pete. Wir träumen davon, eines Tages den Himmel zu erobern. Ich verstehe. Raquel meinte, dass sie an einer Waffe arbeiten, um die Riesenameisen zu bekämpfen. Ich bin dabei, einen Schallemitter zu bauen, der funktionieren könnte. Aber er ist nutzlos, wenn wir die exakte Frequenz nicht kennen, die sie tötet. Okay, er hat übrigens auch einen Pip-Boy. Jedes Signal über 22.000 Hertz und mit 150 oder mehr Dezibel sollte ausreichen. Betrachten Sie es als Feldversuch, als Testlauf. Wir verwenden mal die Wissenschaft. Verdammt, das ist richtig. Es geht nicht um die exakte Amplitude. Die Schwelle muss überschritten sein. Sie sind schlauer, als Sie aussehen. Vielen Dank. Zufällig habe ich es gerade bei 24.000 Hertz getestet. Es sollte also passen. Legen Sie es Ihnen ins Nest und drücken Sie die Däumchen. Das Signal ist zu hoch, als dass Menschen es hören können. Möglicherweise spüren Sie aber ein komisches Gefühl im Bauch. Na schön. Schallemitter. Okay. Loyals Schallemitter auf dem Ameisenhügel platzieren. Aha. Sehen wir nochmal nach. Aufgaben. Alle Ameisen im Generatorraum töten. Wir müssen in diese Richtung hier. Ja, gut. Dann machen wir uns mal auf. Und müssen die Ameisen töten. Also ich glaube, wenn ich mich nicht irre, müssen wir hier von 4 Personen die Missionen erledigen. Und dann können wir... Dann haben wir uns hier wahrscheinlich einen guten Ruf erworben, will ich mal hoffen. Dann ist unser Ansehen gestiegen, unsere Reputation, unser Prestige. Und dann helfen uns vielleicht auch die Leute hier. Dann können wir den Anführern sagen, dass sie eben Mr. House unterstützen sollen. Weil sie uns dann vertrauen, hoffentlich. Und dann werden die das hoffentlich auch tun. Nehme ich mal an. Okay, die sind bei uns. Na schön. Gut, dann sehen wir mal, wo die Reise hinführt. Ich meine, interessant ist es hier alle Male. Die frühere Air Force Basis. Und wir können diesen Transmitter gegen die Ameisen verwenden. Sehen wir mal nach. Oh. Ein Mr. Gutsy, was auch immer er hier tut. Na schön. Okay. Gegenstände. Habe ich eigentlich noch den Flammenwerfer dabei? Den hat wahrscheinlich Rex dabei. Rex, mein Junge. So, Inventar öffnen. Flammenwerfer. Perfekt.
Und jetzt sollten wir reingehen. Kahle Karte. Okay, wir können hier anscheinend alles drinnen erledigen. Ach du Heilige. Das sind sehr viele Punkte. Okay, Schallemitter. Alle Ameisen im Generatorraum töten, die beiden Generatoren starten und dann den Hauptstromunterbrecher zurücksetzen. Und den Flammenwerfer ausrüsten. Flammenwerfer. Sehr schön. Auf, los, geht's, los. Hier sind Ameise. Okay. Der ist wohl nicht sehr weit gekommen. Klemmbrett. Schrank. Achso, sind diese ganzen Punkte hier eigentlich Ameisen oder Nester? Das weiß ich eben nicht. Das dürfte nicht gut gehen. Ha! So viel dazu. Das könnte für die beiden aber schwierig werden. Auch wenn das wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig war. Warte mal, irgendwo hier ist doch direkt ein Punkt. Ja, hier rechts. Aber wahrscheinlich unter uns. Nehme ich an. Oder das sind die Generatoren. Ich denke, die Ameisen dürften hier nicht lange überleben. Das war gefährlich. Hallo ihr beiden. Ameisenfleisch. Okay. Und wie kommen wir jetzt am besten nach unten? Ich weiß nicht, ob Springen hier optimal... Aua. Mein Zeh. Ja, ich weiß nicht, ob hier Springen optimal ist. Okay. Stromschalter. Stromschalter. Ja, ich hoffe mal, das ist soweit richtig. Die beiden Generatoren starten und dann den Hauptstromunterbrecher zurücksetzen. Zurücksetzen. Da kommt ein... Achso, das ist Drax, okay. Ich wollte ihn gerade anbrennen. Das wäre aber nicht die beste Idee gewesen. Kahle Karte. Ich bin... Ach, ich bin hier. Huch, ist das richtig hier in dieser Richtung? Ach, hier. I. Ameisengelege. Können wir jetzt hier das Ganze manipulieren mit dem Gegenstand, den wir erhalten haben? Wenn ich ihn finden würde. Und ich zweifle mal wieder daran. Ameisenfleisch. Ich meine, wir haben doch jetzt Schallemitter. Gegenstände. Ich weiß eben nicht, wo das Ding gelistet wird. Sonstiges? Schallemitter. Schallemitter. Sword of Shotgun. Stimpak. Aber der Schallemitter scheint auch nicht hier zu sein, nein. Ja, das dürfte es eigentlich damit gewesen sein, will ich mal schwer annehmen. Okay, hier auch. Also den Schallemitter kann ich hier auch noch nicht einsetzen. Vielleicht müssen wir ihn auch an einem anderen Punkt verwenden. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt auch unbedingt notwendig ist. Hoch. Moment mal, hilft das überhaupt? Die sind ja immer noch intakt anscheinend. Doch, das scheint aber zu helfen, glaube ich. Ich bin verwirrt. Okay, einmal nachladen. Weil... Der Punkt hier wird mir immer noch angezeigt. Oder haben wir hier noch eins?
Ah, Schall in Mitte am Ameisenhügel anbringen. Das wird mir ja angezeigt. Okay. So. Schall in Mitte. Genau. Den Schall in Mitte aktivieren. Los geht's. Okay, ich glaube, das hilft schon etwas. Ja. Das hat anscheinend geholfen. Sehr gut. Ja. Jetzt müssen wir anscheinend nur noch zu diesem Punkt hier. Dann hätten wir die Mission auch schon abgeschlossen. Auf los geht's los. Also ich habe jetzt den Schall in Mitte angebracht und der wird jetzt wohl die lästigen Ameisen abhalten. Moment, in diese Richtung hier. Ich glaube, wir müssen nach oben. Oder hier nach hinten, das kann auch sein. Nee, das dürfte hier auf dieser Seite sein. Ja. Wahrscheinlich oben. Wir sehen mal nach und erledigen noch schnell die Mission, bevor mir die Platte vollläuft. So. Okay. So, war es da schon? Abgeschlossen. Zu Raquel zurückkehren und ihr berichten, dass die Generatoren wieder laufen. Das machen wir einmal hurtig. Achso. Na, schönen guten Tag. Das war jetzt auch nicht sonderlich fordernd, ehrlich gesagt. Also, von dem her. Raquel ist in diese Richtung hier. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ging schnell, kann man mal machen. So. Auf los geht's los. Gut, dann erstatten wir ihr mal schnell Bericht und können dann hoffentlich direkt bei den anderen Leuten die Missionen annehmen und uns hier einen guten Ruf ergattern. Aber wir werden sehen. Ist sie schon in ihrer Hütte? Ah ja, es ist schon sehr spät, von dem her. Das kann schon gut möglich sein. Da ist wohl niemand. Ach, ich glaube nicht. Da komme ich wohl nicht rein. Weiter hierhin. Mhm. Ah ja. Okay. Sehen wir mal. Es könnte noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ein weiterer glorreicher Tag in der Geschichte unserer Armee. Ja, das stimmt wohl. Hierhin? Ja. Okay. Scheint zu stimmen. Wo auch immer sie geblieben ist. Und das dauert dezent lange, hier immer von Punkt zu Punkt zu laufen. In der Hütte? Hier ist noch ein Zelt. Da kommen wir anscheinend schlecht rein. Ah, doch, hier. Ja. Das scheint sogar richtig zu sein. Raquel. Hallo. Boomer, Boomer, Boomer. Hier. Ich sehe, dass es wieder Strom gibt. Sind alle Ameisen tot? Das will ich schwer hoffen. Ja, man kann wieder gefahrlos da hinuntergehen. Vielleicht hat Pearl recht, was sie betrifft. Ich habe keine Ahnung, wie sie das angestellt haben. Ich werde Loyal anweisen, jemanden runterzuschicken, um die Eier zu zerstören und die Generatoren zu reparieren. Gut gemacht. Ich stecke voller Überraschungen. Akzeptiert, die Leute akzeptieren sie wegen ihrer Hilfsbereitschaft. Okay, Aufgabe abgeschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch mit den Ding nicht im Griff haben, übernehme ich das. Restlichen Leuten hier quasi reden. Also, genau, hier die Rumser davon überzeugen, Mr. House zu unterstützen. Wir hätten vielleicht erstmal mit der Anführerin reden sollen. Sommerwüste, Sonnenschein. Solarmodule, hm. Okay, und zwar war das die hier. Die Mission, genau. Den Rumsern in Nellis helfen. Und wir haben jetzt hier noch drei weitere. 4, 5. Okay, wir haben noch einige weitere. Egal, das werden wir in der nächsten Aufnahme eruieren. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ja, und nächstes Mal machen wir dann hier direkt weiter und können dann möglicherweise die Rumser für Mr. House begeistern oder eben überzeugen, uns zu helfen. Das und vieles mehr in der nächsten Aufnahme. Also dann noch ein herzliches Tschüssi.